So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind gerade in den verlorenen Wäldern und haben es geschafft, dass Mide uns durchlässt. Und heute wollen wir auf jeden Fall zum nächsten Dungeon kommen. Dafür müssen wir natürlich wieder den Weg zur Waldlichtung finden. Und glaubt mir, das ist gar nicht mal so einfach, wie es sich anhört. Ich weiß gar nicht. Hier rüber. Und dann, ich glaube, hier lang. Falls ich mich richtig erinnere. Ja, wir sind angekommen. Und, ich weiß halt auf jeden Fall, dass wir den Fanghaken jetzt gleich schon brauchen werden. Deswegen rüste ich den mal eben aus. Und wir schauen, wie weit wir vorankommen. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke Z um und stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Hast du dich richtig hingestellt? Halte Z gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke. So kann dir niemand auflauern. Genau, das ist der Tipp, den Navi uns hier gibt. So, und diese Typen können wir mit dem Fanghaken töten. Und das ist, ja, das ist schon recht nice. Ich weiß halt nur nicht. Ah, okay, das hat nicht geklappt. Die sind nämlich übel, die Typen. Deswegen besser erledigen, bevor sie schaffen, an einen ranzukommen. So. Ah, mal schauen. Okay, der bewegt sich hier hin. Mal schauen, ob wir ihn so kriegen. Sehr schön. Aber keiner von denen verliert irgendetwas. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Ah, genau, das darf nicht passieren. Okay. Ich habe mich zu schnell bewegt. Mal schauen. Vielleicht kriege ich das so hin. So. Erstmal noch ein bisschen Geld holen. So. Stirb. Sehr schön. Da gibt es ein paar Herzen. Ich glaube auch nur bei dem. Okay. Wir haben Zeug für ihn dabei und wir haben immer noch die Milch. Wir haben immer noch die Milch. Die Milch wird langsam ein bisschen, ja, sinnlos. Weil wir mittlerweile extrem viele Herzen haben. Und jetzt kommt dieser Kollege und ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. So, schnell hier durchrollen und dann einfach an ihm vorbei. Und dann sind wir endlich angekommen. Doch Saja ist nicht da. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird,
sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Ein neues Lied. Spiel das Menuett des Waldes. Okay. Jetzt bin ich dran. Ein sehr, sehr schönes Lied, wenn ihr mich fragt. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Sehr schön. Link, wir werden uns wiedersehen. Und daran werden wir uns leider gewöhnen müssen, dass Sheik sich so wegbewegt. Ich kann euch auch kurz zeigen, was passiert, wenn wir das Menuett spielen. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund. So, zu den verlorenen Wäldern, ja. Denn diese Lieder können uns porten. Sie porten uns an diese Teile. Und theoretisch überall, wo so ein Untergrund ist, mit so einem Triforce-Symbol drauf, dort können wir uns jederzeit hinporten mit diesen Liedern. Und jetzt wollen wir uns aber in Richtung Dungeon aufmachen. Und dafür müssen wir einmal hier hoch. Deswegen brauchen wir den Fanghaken und können nun in den Dungeon. So, bevor wir in den Dungeon gehen, okay, da oben ist auf jeden Fall schon mal eine Skutulla. Das ist nämlich ganz fies an diesem Dungeon, finde ich. Man kommt rein und ist gleich dazu verleitet, weiterzugehen. Und sich gar nicht im ersten Raum umzugucken. Den Fehler habe ich zum Beispiel damals gemacht. So, hier können wir runterspringen. Und dann können wir die Skutulla erledigen. Ihr hört da unten schon Wölfe. So, ein weiteres Skutulla-Symbol. Sehr schön. So, jetzt gehe ich hier ein bisschen über die Bäume. Denn wir können uns mit dem Fanghaken eigentlich an der Truhe festhalten. Mal schauen. Zu hoch. Ah, ich bin noch zu weit weg. Denn die Truhe ist wichtig. So, nicht zu schnell, Link. Wir wollen nicht runterfallen und zu den Wölfen. So, genau. Jetzt kommen wir hier hin, können die Truhe öffnen. Und bekommen direkt einen Schlüssel. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn man hier einfach weiterläuft, direkt Gefahr laufen, ja, zu sterben. So, wir springen hier einmal runter. So, sehr schön abgerollt. Ach du Heilige. Okay, ich brauche einmal. Wichtig ist, sich auf einen Wolf zu konzentrieren. Sehr schön. Wo ist der andere? So. Mit einem beherzten Sprung sind nämlich auch diese Gegner besiegt. Na super, ich wollte den Rubin, ich wollte nicht raus. Jetzt muss ich die Gegner nochmal besiegen. So, den Schlüssel müssten wir ja haben. So. Komm her. Weg mit dir. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und mehr kann man hier am Anfang nicht machen. Und den Tempel betreten wir eigentlich erst jetzt. Denn ich finde, ab diesem Raum sind wir im Tempel. Und ich weiß gar nicht. Genau. Man kann
den großen Cthulhas auch so abschießen. Man muss nicht das unbedingt mit dem Schwert regeln. Das geht auch so. Ja, das ist schon der große Clou. Ihr habt gesehen, 4 Fackeln und dieses Ding hier in der Mitte. Darum geht's in dem ganzen Dungeon und ich versuche den Dungeon, also ich mag diesen Dungeon nicht besonders. Das kann ich euch gerne sagen, denn wir müssen praktisch von einem Raum zum anderen und ja, gucken, wie wir klarkommen. Hier haben wir auf jeden Fall, können wir direkt unseren Schlüssel verwenden. Und es ist ein bisschen viel Backtracking in diesem Dungeon. Das ist halt nicht so meins. Aber naja, wir werden schon klarkommen. Ich kenne den Dungeon nicht perfekt aus dem Kopf. Aber wir schauen einfach mal, wie gut wir zurechtkommen. So. Ich hasse dich. Scheiß Schädel. So. Und die Gegner geben einem hier einen Furz. Das kommt noch dazu. Zu diesem ekelhaften Dungeon. Es sind viele Leute, die mögen diesen Dungeon. Ich bin da nicht so ein Freund von. Ich denke mir so, wir machen das jetzt einfach und gucken, wo uns das Spiel hinführt. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Alles gut. So. Und ich habe mir die falsche Zeit zum Aufnehmen rausgesucht. Gerade scheint hier die Sonne rein wie sonst was. Aber wir kriegen das schon hin. Das wird schon werden. Und ich werde halt immer versuchen, einen Raum abzuschließen, wenn ich in diesem Dungeon, also überhaupt in den Dungeons, die Folge beende. Das heißt, ihr könnt euch immer sicher sein, dass ich den Raum noch beende und nicht irgendwie zwischendrin Pause mache. Und ihr dann keine Ahnung, wie lange warten müsst, bis hier was passiert. So. Weiter ging's nicht. Und ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt hier rumgehen. Genau, dann können wir es da ranschieben, meine ich. Meine ich mich zu erinnern. Genau. Denn so können wir dann später da hoch. Aber vorher müssen wir noch einen anderen Klotz vorbereiten. Der sich hier irgendwo befinden sollte. Falls ich mich nicht irre. Genau, hier. Den müssen wir noch vorbereiten. Na komm. Nicht gedacht, dass man den so lang schieben kann. So. Hier ist das Auge. Das wird doch noch relativ wichtig sein, aber das können wir nur mit dem Dungeon-Item regeln. Deswegen, ja, gehe ich wieder runter. Ah, wird schon. Jetzt können wir nämlich das nutzen und hier raufspringen. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste jetzt hier auch, genau, der Klotz sein. Und dann müssten wir den Raum fürs Erste soweit haben. Wie gesagt, ich bereite den Raum jetzt nur vor. Wir werden bestimmt 3-4 Mal in diesem Raum sein. Nur in diesem Raum. Sehr schön. Denn wenn ich hier hochgehe, bin ich mir ziemlich sicher. Na komm, Link, geh da hoch. Erinnert die ganze Zeit diese Gegner. Sehen wir, dass wir hier einen Schlüssel brauchen, den wir noch nicht haben. Und deswegen müssen wir hier weg. Deswegen können wir hier erstmal nichts tun. Gehen jetzt erstmal aus der Range der Gegner rausgehen. Und ich würde sagen, hier beende ich auch schon die Folge.
Das ist mir ein bisschen zu nah bei den Gegnern. Die sind auch echt laut auf meinem Ohr. Naja, wie dem auch sei. Ich beende an dieser Stelle die Folge. Wir machen jetzt auf jeden Fall den ersten Dungeon als großer Link. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir damit kommen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like. Wie gesagt, wir freuen uns immer darüber und natürlich auch über eure Kommentare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Also macht's gut und bis dann!